Tage und Tage und Tage und Tage und Tage. Ja, was denn? Geht's gar nicht los. Na, läuft jetzt schon. Okay. Kamera Kinbani ist satt und versorgt. Und ich habe das nächste Videoblog. Ich war mal wieder ohne Karl unterwegs, aber er ist ja auch ohne mich unterwegs gewesen, von daher ist das nur fair. Hatte aber Special Guest Lisa dabei. Und zwar sind wir im Sonnenkeller in Balingen gewesen. Vielleicht kurz zur Location. Ich hab's mal für unsere Münsteraner mit dem Gleis 22 verglichen, obwohl der Sonnenkeller vielleicht ein bisschen kleiner ist, zumindest die Location, wo wirklich die Bands dann spielen können. Dafür ist so eine Bar mit Fernseher und allem so noch mit dran, also doch ein bisschen anders wie das Gleis. Aber gut, insgesamt auf jeden Fall ganz nett. Und da haben wir eine Band gesehen, die ich das erste und auch das letzte Mal gesehen habe. Das klingt dramatischer als es war. Die Band löst sich nämlich Gerüchten zufolge auf. Es war auch die Farewell-Tour und es handelt sich um die wunderbaren Blitzkid. Jetzt bereue ich es ja, dass ich erst vor ein paar Wochen durch Lisa, herzlichen Dank dafür, von dieser Band erfahren habe. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die schon etliche Male im Gleis 22 auch aufgetreten sind. Das ist eine Band, die da hundertprozentig reinpasst in das Programm. Spielen Horrorpunk, wobei ich persönlich hätte sie jetzt gar nicht, kann Lisa mir ja widersprechen, hätte sie gar nicht so als Horrorpunk jetzt klassifiziert, jetzt rein von der Musik, vom Optischen her schon, wie die so zurecht gemacht sind, gleich geschminkten Gesichtern und so weiter. Aber ansonsten vom Stil her war es für mich eher so der straight, ein bisschen härtere Punkrock. Vielleicht so wie The Damned, New Ramones, vielleicht auch teilweise noch so die früheren Alben von Bad Religion und Konsorten, wo sie halt alle noch härter waren. Also insgesamt richtig geile Musik. Die Songs kann ich jetzt natürlich alle nicht, gebe ich zu, aber seit dem Konzert habe ich die Band doch rauf und runter gehört. Von daher ganz klar eine meiner neuen Favoriten. Und die vier Jungs haben eine richtig geile Show geboten, obwohl sie alle so ein bisschen gekränkelt haben. Gerade Argyle, der geniale Bassist und einer der beiden Sänger. Dem hat man es doch ein bisschen angemerkt, dass da ihm die Erkältung doch stark zugesetzt hat. Aber trotzdem, gesanglich passte das alles wunderbar. Fand ich jetzt, mir fehlt natürlich so der Vergleich von früheren Konzerten, aber für mich war das alles top. Und was er so auf dem Bass gezaubert hat, das ist schon, also Karl, da musst du noch ein paar Stündchen üben. Also echt Wahnsinn, was der da so aus seinem Bass rausholt. Da ist das Klischee des in der Ecke stehenden Bassisten auch dahin, wenn man sich ihn so anguckt. Naja, paar technische Probleme gab es zwischendurch auch. Auch das, muss man sagen, haben sie gut überspielt. Als da an der Bassanlage ein bisschen rumgewerkelt werden musste. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viele Leute im Sonnenkeller waren. Also es war, glaube ich, nicht so voll wie früher vielleicht mal. Auf der anderen Seite, es war ja auch ein Mittwochabend, da musste ja auch wieder arbeiten am nächsten Tag. Von daher, aber Stimmung im Publikum, die Leute, die da waren, war auf jeden Fall gut. Band hat richtig geil Stimmung gemacht und ja, echt schade, dass die sich jetzt auflösen, aber warten wir es mal ab. Es wäre ja nicht die erste Band, die sich auflöst und dann wiederkommt. Von daher Blitzkid sehr zu empfehlen, wenn man Punkrock mag. In diesem Sinne, Kamerakind Barney saut mein Sofa wieder voll mit seiner Haselnuss. Ich bin Willi, will's wissen. Bis bald und auf Wiedersehen.